Zur Stunde sitzen in Brüssel die EU-Gesundheitsminister zusammen. Man trifft sich wegen des Coronavirus. Man will gemeinsam überlegen, wie man vorgehen möchte, welche Reisebestimmungen, welche Impfmaßnahmen man möglicherweise ergreifen kann. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist selbstverständlich mit vor Ort. Ja, es ist offen, ob es gelingen wird, die weltweite Ausbreitung des Covid-19-Erregers einzugrenzen. Das ist die nicht wirklich beruhigende Meldung des Robert-Koch-Instituts über das neuartige Coronavirus. Alle Bemühungen fruchten bislang wenig. Über Nacht stieg die Zahl der Todesopfer in der chinesischen Provinz Hubei um mehr als 240. Das ist der größte Anstieg seit Ausbruch der Epidemie. Auch die Zahl der Ansteckungen ging mit fast 15.000 noch einmal sprunghaft nach oben. Die Erklärung der Behörden, um Covid-19, so wird die Erkrankung durch das Coronavirus jetzt genannt, zu erkennen, veränderten sie die Diagnoseverfahren. Um einen neuen Fall der Lungenkrankheit zu bestätigen, betrachten wir jetzt auch die gesundheitliche Vorgeschichte. Neben der klinischen Diagnose betrachten wir die Symptome, die Anzeichen beim Patienten und die Region, woher er stammt. China gibt sich optimistisch, das Virus in den Griff zu bekommen, und doch zieht es erste politische Konsequenzen. Der Provinzchef von Hubei wurde abgesetzt. Weltweit hat sich Covid-19 in mehr als 2 Dutzend Ländern ausgebreitet. Auch hier auf der Diamond Princess vor der japanischen Küste gibt es über 40 neue Infektionen. Für die Passagiere eine Geduldsprobe. Die Stimmung der Menschen wird schlechter. Eine Frau hielt in der Nacht andere Passagiere wach. Sie weinte stundenlang in ihrer Kabine. Es wird herausfordernder. Hier wurde bislang keine Virusinfektion nachgewiesen, und doch irrt das Kreuzfahrtschiff Westerdam seit Tagen durch asiatische Gewässer. Durfte nirgends anlegen. Auch 57 Deutsche sind hier an Bord, eskortiert von der Marine. Morgen soll das Schiff in Kambodscha anlegen und die Passagiere von Bord gehen dürfen. Ob die Deutschen dann auch in Quarantäne müssen? 16 Infizierte gibt es derzeit in Deutschland. Gesundheitsminister Spahn fordert beim EU-Gesundheitsministertreffen in Brüssel eine bessere Zusammenarbeit bei Therapie und Forschung, aber auch bei den Einreisebestimmungen. Denn wir wissen aber auch, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass aus der bisher regional begrenzten Epidemie in China eine weltweite Pandemie werden kann. Und es sein kann, das muss man einfach Stand jetzt auch sagen, dass es erst noch schlechter werden wird, bevor es besser wird. Und hier heißt es Schilder wieder runter. Kein Willkommen. Die Angst vor dem Coronavirus ist so groß, dass die Veranstalter nun auch die weltgrößte Mobilfunkmesse in Barcelona absagten. Im Beitrag haben wir es gerade gehört, das Kreuzfahrtschiff, die MS Westerdam, darf nun also in Kambodscha nach einer langen Irrfahrt an Land gehen. Einer der Passagiere, Andreas Bönsel, ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Hallo, Herr Bönsel. Hallo. Herr Bönsel, Ihre Erleichterung, die dürfte jetzt ziemlich groß sein. Wie haben Sie denn diese Irrfahrt, diese Unwissenheit erlebt? Das wäre eine längere Geschichte, aber so viel Zeit wird nicht sein. Also wir sind... Erst möchte ich die Crew loben und den Kapitän, sind bestens versorgt. Bei uns ist niemand krank. Es ist eine ganz, ganz tolle Sache hier auf dem Schiff. Entgegen vielleicht falscher Meldungen. Hier ist niemand krank. Es ist alles toll. Die Fahrt war von Anfang an ja eigentlich ein Chaos, kann man schon sagen. Wobei niemand schuld ist. Der erste Hafen war Philippinen. Wir wurden abgelehnt. Und so ging das dann tagelang. Jedes Land hat uns abgelehnt. Also Guam zum Beispiel, wo eine amerikanische Militärbasis ist. Japan und so weiter und so weiter. Also man kann das ja nachlesen. Ne? Die Passagiere waren trotzdem ruhig, vorwiegend ältere Menschen. 1450, davon knapp 50 Deutsche. Ja, das war, die Ungewissheit war mit an Bord, diesmal so sagen. Ne? Gibt oder gab es denn medizinische Maßnahmen? Wir wurden also mehrfach Temperatur, glaube ich, zweimal gemessen. Ansonsten wurde gar nichts gemacht, weil es war ja niemand krank. Niemand ist hier krank, kein Mensch ist hier krank. Und wirklich, jetzt hat niemand. Das ist, hier war Musik, es war wunderbares Essen, es war klasse. Und keiner hat geklagt. Ich habe nie irgendwas gehört. Das Gespräch war natürlich eins, wo kommen wir an Land, was geschieht mit uns? Das war schon klar. Und was genau geschieht denn jetzt mit Ihnen? Wann geht es wie für Sie weiter und dann auch wieder zurück nach Deutschland? Ja, die Eskalation war eigentlich gestern. Wir hatten ja grünes Licht. Der Kapitän hat uns immer sehr gut informiert, der Captain Smith. Und dann waren wir in Thailand, auf dem Weg nach Thailand. Und dann auf einmal wurde das Boot gestoppt auf offener See. Ich
ich glaube, 100 Meilen vor Bangkok. Und dann kam ein Kriegsschiff der thailändischen Marine, das war neben uns, ich mache Fenster auf, ich denke, ich sehe das richtig. Und wir wurden gestoppt. Und da wurde da verhandelt, knapp 3 Stunden lang, und wir mussten rumdrehen. Wir haben auch kein, soweit ich gesehen habe, haben wir auch nichts bekommen, kein Benzin oder so irgendwas. Also glaube ich nicht, dass da was war. Und da sind wir zurückgefahren. Dann sind wir nach Kambodscha gefahren und dann standen wir 3 Stunden, was normaler Vorgang ist, auf Wasser, gewassert nennt man das, glaube ich. Und dann jetzt sind wir dann in den Hafen gefahren vor 1 Stunde, wurden herzlich begrüßt von den Kambodschanern. Gibt auch Fotos, und die Leute waren glücklich. Aber noch darf niemand an Land. Wir sind auf dem Schiff und morgen soll es dann beginnen, dass man ausgeführt wird von Sinokville nach Phnom Penh und von Phnom Penh dann in die Heimatorte. Bis auf mich und meine Frau, weil meine Frau hat falsche Visa. Das beginnt erst am 25.03. Und da würde ich doch bitten, dass mir jemand hilft und dass die Frau, weil unsere Reise war geplant am 25.03. bis Europa und jetzt darf sie nicht nach Deutschland und ich darf nicht nach Thailand. Das möchte ich gerne noch sagen, weil der Stempel in unserem Pass, MS Westerdam, der hat ein Einreiseverbot zur Folge in Thailand. Wir drücken die Daumen, dass das so schnell wie möglich. Genau, wir drücken die Daumen, dass das alles so schnell wie möglich über die Bühne geht. Sind denn alle Passagiere so, ich sag jetzt mal, entspannt und ruhig wie Sie? Ja, alle. Ausnahmslos alle. Wir haben die Kinder an Bord, also sind stehen, die spielen in einem Swimmingpool. Man soll es wirklich nicht glauben. Ich glaube auch, dass durch das Alter, das Durchschnittsalter, Menschen schon viel erlebt haben und deswegen auch ruhig und gelassen sind und durch die besonnene und ruhige Art unseres Kapitäns. Den kann man wirklich nicht genug loben, den Mann, das ist Spitzenklasse, ne? Und auch wirklich die Nerven gehabt. Und das ist eine große Fahrt. Bei uns sind jetzt mit 2000 irgendwas Menschen an Bord. Das ist schon klasse. Das war, wir hatten zwar nie Streit, es war kein Theater, überhaupt nichts, null. Aber diese Schwierigkeiten. Auch jemand krank war, ne? Na, Gott sei Dank. Und diese Schwierigkeiten, ja, die Sie uns geschildert haben mit Visum und Sie dürfen nicht hierhin, Ihre Frau darf nicht zurück nach Deutschland. Gibt es solche organisatorische, bürokratische Schwierigkeiten jetzt für viele der Passagiere? Haben Sie da was gehört? Nein, also man kriegt das durch einzeln mit. Natürlich muss man jetzt vom kleinen Flughafen auf den großen Flughafen und dann noch weiterfliegen, dann noch vielleicht 2-3 Mal umsteigen. Ich weiß nicht, kommen ja von der ganzen Welt die Menschen, von Kanada, von Australien, von Amerika, von Frankreich, von Holland, von Deutschland und. Und das ist natürlich schon aufwendig. Und die viele Menschen sind ja 70, 80 Jahre alt und vielleicht auch nicht mehr so rüstig, ne? Und ja, manche haben auch einen Rollstuhl, einen Rollator, das wird dann schon etwas schwierig. Aber jeder ist ja zuversichtlich und die Crew hilft, wo sie kann. Das ist wirklich spektakulär gut. Aber ich sage Ihnen, warum das alles angefangen hat. Der Ministerpräsident oder Präsident von Japan bekam eine Meldung über das Internet, über alle. Und der sagte, es wäre ein Verdachtsfall auf unserem Schiff mit Corona. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht und die Tiefen nicht. Ne? Aber sie können nicht auf dem Schiff irgendwas geheim halten. Das geht nicht mit so vielen Mitarbeitern. Und daraufhin kamen dann die Absagen eine nach der anderen. Wir wollten nach Südkorea. Nein, ging nicht, ne? So, Hongkong sind wir dran vorbeigefahren, ne? Und so weiter und so weiter. Ne? So war das. Ne? Und jetzt stehen wir hier und hoffen, dass wir raus dürfen morgen. Ich hoffe, es kommt noch was Neues dazu. Man weiß ja nie. Und ja, und was eigentlich sind wir glücklich, ne? Und dankbar, dass wir fast an Land sind und der Crew dankbar, dass sie uns gut versorgt hat. Und einem Reiseleiter möchte ich noch speziell danken. Das ist der Thorsten, ne? Und so Hansen, ne? Das ist ein privater Reiseleiter, der hat uns sehr, sehr, sehr gut betreut und immer wieder geholfen. Absoluter toller Mann. Ne? Wollte ich noch speziell sagen. Ne? Dankeschön. Na, unbedingt. Wir danken Ihnen ganz herzlich, Herr Bönsel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie so gelassen sind. Ihnen, Ihrer Frau und natürlich den anderen Passagieren. Alles Gute.